Ich hoffe, es kam eben ein bisschen rüber. Der Applaus für die Mühlenkreis-Auswahl. Natürlich hochverdient. Jalle hat das nochmal gewürdigt, was die Jungs hier geleistet haben. Und wir sind jetzt im nächsten Achtelfinalspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln. Und am Leid das 1:0 für den SV Werder. Wieder die Nummer 9, Thilo Tübken, der gestern, wie gesagt, schon einen tollen Eindruck gemacht hat. Die Werderaner ja Gruppenletzter in ihrer Gruppe und die Kölner Triumphierten in der starken Gruppe 2. Aber auch die Bremer da nicht enttäuschen gegen Bayern. Setze ist ein 1:1 gegen die Mühlis verloren. Die Bremer dann 2:3. Und dann gegen Hamburg gab es heute Morgen noch ein spektakuläres 4:4. Also das ist ja auch ein Duell auf Augenhöhe, in der ich keinen Favoriten ausmachen möchte. Kölner hier ist ja mit dem Topscorer des Turniers. Sinan Kavaina. Die meisten Vorlagen und Tore gemacht. Jetzt die Bremer wieder durch die Nummer 9. Thilo Tübken. Mit dem Treffer. Zum 2:0 für die Bremer. Jetzt Ball über die Bande gespielt. Quergelegt und das nächste Tor für den SV Werder. Die legen hier los wie die Feuerwehr. Wir haben gerade mal 3 Minuten gespielt. Justin Britgeld war das. So kann man mal starten in einem Achtelfinale. Die Kölner ja auch mit. Das war ein Handspiel vom Keeper. Schiedsrichter belässt es bei einer Ermahnung. Auf der Kölner Bank tut sich schon was. Man wird gleich einen Feldspieler ins Tor stellen. Die Trainer haben da was erkannt. Ich schwöre gerade den Keeper darauf ein, also den Feldspieler, der ins Tor geht, der dann bei Ballbesitz immer nach vorne gehen soll. Also bei den Kölnern haben wir schon auffällige Spieler gesehen. Einer von denen hat gerade den Ball verloren. Sven Sonnenberg, U16-Nationalspieler. Außerdem Marc Klefisch, guten Auftritt gehabt im letzten Gruppenspiel. Luka Vodic, Top-Torjäger. Und natürlich Sinan Kavaina. Ebenfalls mit 9 Treffern, genau wie Vodic, Top-Torjäger der Kölner in der Mittelrheinliga, wo die Kölner ja auf Platz 4 der Tabelle stehen. Jetzt der Kölner Gegenangriff, aber dann ist auch Thilo Tübken. Wir haben also ein Thilo
Töpken mit der 9 und ein Thilo Pöpken mit P wie Paula im Tor der Bremer. Und wir haben Anschlusstreffer durch Luka Vodic. Und jetzt ist der Feldspieler der Kölner das erste Mal im Tor. Und soll jetzt beim Spielaufbau helfen. Also hohes Risiko jetzt, weil auch der Keeper bei Ballbesitz der Bremer da ist. Wir sind gespannt, was sich da der Trainer überlegt hat. Erstmal gibt es einen langen Ball hinter die Bande. Können attackieren ins Vorschreiben mit zwei Leuten auf den Torwart. Der wird gespielt und das ist jetzt die große Chance für... Oh, war das fantastisch gemacht für Pelle Hoppe, der sich da gar nicht aus der Ruhe bringen lässt. Oh, das war ein Riesenbock. Aber jetzt dafür der Konter. 3 gegen 1, wenn es schnell geht. Sonnenberg spielt den Ball raus. Jetzt aber wieder vor Vodic, aber der wird geklärt. Und jetzt was im Gegenzug. Das 5 zu 1. Also jetzt richtig munter jetzt. Auch dank dieser neuen Taktik der Kölner. Sieht ein bisschen nach wilde Sau aus. Aber für dieses Spiel natürlich toll, weil natürlich jetzt richtig was nach vorne geht. Auf beiden Seiten. Schuss hier geblockt von Sonnenberg. Das war Nachtreten erkannt. Also man geht jetzt hier aktiv auf den Keeper drauf. Die Kölner gehen jetzt volles Risiko. Benutzen den Feldspieler Torwart noch zusätzliche Absicherung. Damit ein Spieler weiter nach vorne kann. Klasse gespielt und das war der Topscorer. Sinan Kavaina mit dem 2 zu 4. Ja, die Kölner geben sich hier nicht geschlagen. Also finde ich fantastisch. Linie 0, 3 und 1 für hinten. Und ändern erstmal die Taktik auf volle Lotto-Offensive. Und wirken hier richtig heiß und motiviert, das Ding noch zu drehen. Sind ja auch mit einem bärenstarken Kader hier angereist. Und wollen ja auf gar keinen Fall ausscheiden. Klasse. Und Bremen natürlich auch stark. Mit Tübken. Mit Hoppe. Können jetzt mit einem schönen Direktspiel da. Sehr ballsicher der Aufbau. Das ist Sonnenberg. Alle Spieler jetzt bis auf der Keeper in der Hälfte der Bremer. Jetzt aber wieder der Ballverlust von Sonnenberg. Tübken. Klasse behauptet, aber jetzt hat sich Sonnenberg den Ball zurückerkämpft. Jetzt gibt es den Freistoß für den ersten FC Köln. Schussversuch. Sechs Minuten auf der Uhr. Das ist Sonnenberg. Beackert sich da mit Tübken. Sonnenberg wechselt jetzt nochmal. Dafür Kapitän Leon Augusto auf dem Platz. Es sind zwei starke Mannschaften. Es wäre schade, dass wir uns gleich von einer verabschieden müssen. Machen beide Spaß. Tolle Spieler dabei.
kommen halt auch aus dieser starken, attraktiven Gruppe 1 und 2. Die in Summe einfach ein Stück weit mehr Spaß gemacht haben in der Vorrunde. Aber das kann sich alles noch ändern. Wir haben ja noch nicht alle Mannschaften gesehen im Achtelfinale. Da gibt es die nächste Schauspielanlage. Und es gibt 9 Meter für die Kölner. War nicht ganz durchsichtig die Situation. Leon Augusto tritt an. Gibt es da Diskussionen zwischen Sören Aldag und dem Schiedsrichter? Kriegt sich gar nicht wieder ein da. Treffer zum 3:4. Sinan Kavaina. Klasse Achtelfinale. Und Köln bleibt bei der offensiven Taktik mit dem Feldspieler am Tor. Er deckt jetzt wirklich den Stürmer. Zieht sich erst jetzt zurück, wenn der Ball über die Mittellinie geht. Köln also weiter mit vollem Pressing vorne. Beeindruckend. Jetzt die Zahl angehalten, hat sich Adrian Berami wehgetan. Wird jetzt auch behandelt. Vier Minuten. Noch gut auf der Uhr. Das war einfach ein langer Ball an die Latte. Jetzt aber sicher. Auch das ist zwar nicht Torwart, keine große Schwierigkeit. Das war eigentlich eine offene Sohle, muss auch gepfiffen werden. Jetzt gibt es Freistoß für Köln. Es hätte eigentlich Freistoß für Werder Bremen geben müssen. In dieser Situation. Jetzt der Ballgewinn für die Kölner wieder. Aber Bremen kämpft mit allem Mann dagegen. Und jetzt ist eben der Torwart da als letzter Mann und rettet die Situation. So, du hast wenig Zeit, spielt 2:45. Noch auf der Uhr und dann zählt das Tor. Das ist in meinen Augen eine Fehlentscheidung. Und jetzt hält der Schiedsrichter Rücksprache. Und jetzt gibt es Freistoß. Weil der Torwart den Ball vorher in der Hand hatte und dann über die Mittellinie geschossen hat. Und deswegen wohl die korrekte Entscheidung. Jetzt aber dafür, der Konter, das ist Pelle Hoppe, der aber wieder gestoppt wird. Jetzt die Zeit wieder angehalten.
Hektische Partie jetzt. Noch für die Bremer hier. Mit 4:3. Das muss. Hätte in meinen Augen gepfiffen werden müssen. Schiedsrichter hat, der Torwart hat den Ball in der Hand, legt ihn ab, nimmt ihn wieder in die Hand. Das ist meiner Kenntnisnahme nicht erlaubt, auch nicht in der Halle. Aber das ist schon jetzt etwas. Gab viele Diskussionen hier im Spiel. Es trägt alles nicht dazu bei, dass es hier sicherer und ruhiger wird auf dem Feld. Die Hektik ist jetzt spürbar auf dem Feld. Auch hier wieder klare, offene Sohle. Das ist gefährliches Spiel, auch wenn der Ball da sie unmittelbar Bestandteil war. Wir haben noch eine gute Minute. 1:15 auf der Uhr. Sollten die Kölner ausscheiden, können sie zumindest sagen, sie haben alles versucht. Also ist ganz, ganz spannend. 3:4. Letzte Spielminute. Und jetzt das Tor frei, da wäre fast Luka Vodic, der jetzt wieder auf der Platte ist, zum Abschluss gekommen. Jetzt wieder abgefälschter Ball von Kavajna. Das war wieder ein Check an der Bande. Also das ist jetzt aber auch alles gekommen aus einer Menge Unsicherheiten. Jetzt gibt es dafür eine gelbe Karte, auch da muss man eine Zeitstrafe für geben. Leon Augusto, das ist alles sehr entglitten hier, aufgrund vieler strittiger und unsicherer Entscheidungen. Keine gute Leitung in dieser Partie. Schade. Das ist jetzt korrekt entschieden, Zeit ist wieder angehalten. 28 Sekunden auf der Uhr. Es gibt Freistoß für den SV Werder Bremen. Also die Kölner brauchen jetzt den Ball und brauchen dann noch einen strukturierten Angriff. Da wird jetzt natürlich um jeden Ball gefightet. Jetzt aber die Möglichkeit. Spiel läuft weiter. 15 Sekunden sind sie auf der Uhr. Die Kölner brauchen jetzt den Ball. Ball über der Mittellinie. Zahl ist angehalten. 13 Sekunden und Ballbesitz für den ersten FC Köln. Das sah wieder nach Schauspieleinlage aus. Alles ist jetzt, ja. Macht keinen guten Eindruck. So, der letzte Ball. Die letzte Chance. 9 Sekunden vor Schluss. Da ist nochmal Sonnenberg. Jetzt der Ball frei. Vodic! Das 4:4! 3 Sekunden vor dem Ende! Luka Vodic! Mit dem 4:4! Zeit ist angehalten. Noch 3 Sekunden auf der Uhr. Jetzt natürlich der Torwart bei den Kölnern wieder drin. Wahnsinn, was für eine Aufholjagd. Und wir erleben das nächste 9 Meter Schießen. Das heißt 9 Meter. So schaut's aus. Wahnsinn. Also ganz ehrlich. Beide Mannschaften, die müssten ja nicht im Turnier bleiben, aber das ist der Modus. Richtig Spektakel. Und jetzt benennen beide Mannschaften ihre Schützen. Bremens Trainer Frank Bender ist da nochmal beim Schiedsrichter. Die andere Diskussion war recht diskutabel. Gesichtsausdruck ist jetzt auch nicht tiefenentspannt und gut gelaunt. Die Ansprache an die Mannschaft hält jetzt sein Kollege Sören Aldag.
durch den Bede präsentieren den Volksbank Cup 2015. Das sind die Teams FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Malaga CF, Red Bull Salzburg, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und natürlich unser Übungsteam. Gemeinsam mehr erreichen. Qualität, Kompetenz zum Internetpreis. Media Deal, der gute Deal. Wir sind pünktlich zurück zum 9-Meter-Schießen mit dem ersten Schützen. Pelle Hoppe mit dem 1:0. Also die Kölner sind belohnt worden für ihre Aufholjagd, für ihre mutige Aufstellung mit einem quasi fünften Feldspieler am Tor und können das Ganze jetzt krönen mit einem Sieg im 9-Meter-Schießen. Luka Bodic, der starke Angreifer vom 1. FC Köln, trifft. Da hatte Plogmann seine Hände dran. Aber dann trifft wurde zum 5:5. Und jetzt der Topverjäger, der Bremer, Thilo Tschöpken. Anlauf. Und der Ball geht an den Pfosten. Tschöpken, der bisher so stark war im Turnier, scheitert am Aluminium. Und läuft der nächste. Leon Augusto für den 1. FC Köln hat jetzt die Chance, die Kölner zum ersten Mal in Führung zu bringen in dieser Partie. Und der Ball ist im Tor. Da war Plogmann schon dran. Dann ging der Ball vom Pfosten ins Netz. Und damit führen die Kölner zum ersten Mal in dieser Partie. Mit 6:5. Joshua Freude läuft jetzt an. Für die Bremer. Trifft und links ganz konsequent. Und jetzt kommt der Topscorer im Turnier. Jetzt kommt Sinan Kavaina mit der seinen Lauf im Turnier fortsetzen. Er trifft und wieder hat Plogmann die Hände dran. Das gibt's doch gar nicht. Dritter Ball. Dritte Mal hat er die Hand dran, aber dann zum dritten Mal ist er bei dem Tor. 7:6 für Köln. Und jetzt Sebastian Cimek für die Bremer. Trifft halb rechts im Tor. Und jetzt Kölns Nummer 10. Marc Kleefisch, der heute Morgen im dritten Vorrundenspiel so aufgetrumpft ist. Kleefisch. Er trifft oben rechts in den Winkel. Klasse Tor. Max Kleefisch, die Nummer 10, trifft für die Kölner 8:7. Und jetzt Niklas Neumann. 8:7. Wenn Niklas Neumann verschießt, ist Köln im Viertelfinale. Er trifft und links, es bleibt spannend. Aber jetzt kann es der Nationalspieler Sven Sonnberg klar machen. Trifft Sonnberg, steht Köln im Viertelfinale und beendet diese grandiose Aufholjagd gegen den SV Werder. Spannung ist spürbar. Sonnenberg trifft für den 1. FC Köln. Köln steht im Viertelfinale. 9:8 gegen den SV Werder Bremen in einem klasse Achtelfinale.
8:8. Jetzt ist die Nürnberg-Schule im Viertelfinale und gibt dort auf Bayern München. Und wir gratulieren auch und sagen vielen Dank für ein tolles Turnier und den Gästen von der Riesa. Werder Bremen, Dankeschön!